Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Fallout 4. Yeah, mit dabei, geil, mit dabei. Juhu, mein Hundi, da ist er. Ja, ich habe keinen Schimmer. Wir hatten eine Mission hier. Muss ich erstmal gerade gucken. Wo bin ich hier? Achso, ich habe mich hier hingeportet. Da geht die Mission. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Gebt mir die Karte. Okay, Rider-Problem. Sprich mit den Siedlern. Also, wir müssen erstmal zu den Siedlern. Und die haben sich hierhin versteckt, oder was? Jo. Sprich mit den Siedlern. Das ist doch schon mal eine annehmbare Mission. Dann gehen wir mal hin. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass die wieder übelst große Probleme haben mit Raidern. Und da weiß ich gar nicht, ob ich so viel Munition dabei habe. Boah, die Welt sieht episch aus, oder Leute? Richtig episch. Wahnsinn, die Brücke hier. Wow. Ja, was soll ich heute, was kann ich noch erzählen? Ja, liebe Freunde, ich habe heute einen Trailer gesehen, und zwar von Independence Day 2 in Deutsch. Wow! 14. Juli 2016, ich freue mich schon. Das wird ja mal wieder ein Knaller. Ich hoffe, das wird so richtig abgehen. Ich meine, damals Independence Day, wer kennt den Film nicht? Super geiler Film. Also ich freue mich da richtig drauf. Bin echt mal gespannt. Na gut, was kann ich noch sagen? Ja, diese Woche gibt es dann endlich Star Wars. Da geht es dann Samstag, geht in Star Wars im Kino. Karten sind schon vorbestellt. Ich habe jetzt irgendwas gerade gehört mit Feuerunterstützung. Das war jetzt irgendwie überraschend. Habe ich jetzt irgendwas versäumt? Hallo? Ich bin hier, ich komme in Frieden. Ich komme in Frieden mit einem Gewehr. Das habe ich nur zum Selbstschutz. Und wenn einer kommt, dann mache ich... Bam. Okay, das ist ein Gebäude. Jo. Gebäude. Was gibt's denn da? Was gibt's denn da? Aha, das ist die Farm also. Grey Gordon. Geil. Sogar ein Roboter. Hoffentlich sind die friedlich. Willkommen in Grey Gordon, Liebling. Dies ist die erste und einzige Hydrokultureinrichtung. Mr. Handy. Aha, Mr. Handy. Wo ist Mr. Akku? Bring mir ein paar Mutterbeeren für die Aussage. Mutterbeeren. Kann ich die mitnehmen? Tatsächlich. Klaue ich euch. Ich nehme euch alles weg. Denn ich brauche Essen für meine Leute. Ich brauche Essen. So, Möhrenpflanzen. Geil. Yeah, Melone. Mais. Nimm alles mit. Ich nehme alles mit. Denn ich brauche es mehr als ihr. Ja, ja. Brown? 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 Okay, da gibt's noch mehr Fretten. Also Leute, hier haben wir was ordentliches zu essen hier. Ich will nicht handeln, ich will klauen, Mann. Ich gehe einkaufen. Militärfrequenz. Ach da, warte mal ganz kurz, liebe Freunde. Das werden wir nochmal direkt abchecken. Radio Gaga. Militärfrequenz. Aha, begib dich zum Geilen. Wieder so eine kleine Nebenmission hier. Ha? Bin ich gut oder was? Okay, jetzt gehen wir mal erstmal hier raus. Klassisches Radio. Oh Gott, hör mal auf jetzt. Mal Radio ausschalten. Das setzt mir gerade. Okay, Hauptsache ich hab das. Die. Wayne. So, jetzt gehen wir erstmal hier lang. Und schauen mal, wo jetzt hier das Missionsziel ist. Hier kann ich bestimmt hinterher wieder eine kleine Siedlung einrichten, hier, so wie das aussieht hier. Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Da runter. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Oh, bin aber eigentlich schon da. Wo bist du denn? Tja, versteckt. Oh ne, sag nicht, ich muss... Hier rüber, auf die andere Seite. Hier muss ich hier die Brücke entlang latschen. Okay, Doggy, komm, wir müssen hier über die Brücke. Wir sind hier umsonst runter. Kein Problem, denn ich komme hier wieder hoch. So, was haben wir denn hier? Einmal drüber hüpfen. Über die geile Bridge. Und dann werden wir nachher zu dieser Polizeistation, werden wir dann auch noch hin. Oh Mann, wir haben jede Menge Missionen. Aber so eine Militärfrequenz... ist mir schon wichtig. Also das müssen wir uns schon genauer angucken.
So, ich hoffe, dass mein Dog hier vorbeikommt. Dog! Ja, sonst wird er sich bestimmt hinporten. So, jetzt müsste ich da gleich da sein an diesem Zielding. Da steht da gleich Angabe von Metern. Bin ich so weit abgekommen? Naja. Sehr merkwürdig, aber merkwürdig. Boah, geil. Guck mal hier, liebe Freunde. Da oben. Ah, ich habe das Militärsignal verloren. Muss ich also doch später wieder dahin. Ja, ist ja kein Problem. Ich wollte eh zu der Mission. Overland Station. Oberland. Ah, da haben wir ja schon was. Ah, kann ich hier durch? Ich will hier rein, Leute. Ah, Tür öffnen. Ich komm. Hallo. Haben die Minutemen dich geschickt? Ich bin ein Minuteman. Komm zur Sache, was ist los? Natürlich. Na klar, sag mir einfach, bei was ihr Hilfe braucht. Es gibt da eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Mal sehen, was ich tun kann. Gut. Wir hätten nicht gewusst, an wen wir uns sonst hätten wenden sollen. Hätten wenden, warten, wo? Jawohl, dann kriege ich wieder ein paar Sealer hier in den kleinen... Ach, guck mal, die haben auch Essen, aber ich klaue dir mal nicht alles. Okay, jetzt muss ich mal ganz schnell schauen, bitte. Wie weit muss ich denn jetzt laufen bis dahin? Okay, dahin. Kann ich mich nicht importen. Töte die Raider in Backstreet Apparel. Oh Gott, ich hoffe, es sind nicht so viele. Wo ist mein Dog? Da ist mein Dog. Dog. Geil, und dann werden wir uns hinterher... Ich weiß nicht, ob ich das alles in dem Part schaffe. Aber da werden wir uns später natürlich dann wiedersehen am Mittwoch, ne? Ja, ihr habt, liebe Leute, ihr habt es vielleicht schon gesehen. Es gibt jetzt einen Banner. Ich weiß. Also der erste Banner ist natürlich mega geil gewesen. Den ich jetzt noch hatte die ganze Zeit. Aber das Problem war einfach das mit den Zeiten. Weil viele gucken halt nicht in die Kanalinfo. Und ich finde das halt so ziemlich übersichtlich. Und wenn man genauer hinguckt, kann man auch alles erkennen, wo was ist. Und ich hoffe einfach für euch, dass ihr da ein bisschen mehr durchblickt. Und also so schlecht sieht es ja nicht aus. Ich finde ihn ganz toll. Und auch eine ganz gute Sache. Weil erstmal ist das für mich einfacher. Ich kann dann gucken, dass ich die ganzen Projekte alle pünktlich rausbringe. Und für euch natürlich, ihr wisst direkt, ach guck mal, da geht's weiter, da geht's weiter. Und das macht natürlich dann auch noch gleich viel, viel mehr Spaß. Und deswegen wisst ihr dann immer, ach guck mal, jetzt kommt da Fallout und jetzt hier. Und ich habe in der Kanalinfo aber noch trotzdem noch was reingeschrieben. Und zwar gibt's ja es gibt ja ein Random. Und das könnt ihr dann auf der Kanalinfo-Seite, könnt ihr sehen, was zum Beispiel unter Random Games fällt. Und dann kommt halt immer nochmal ein Zufallsgame am Samstag. Aber steht alles auf dem Plan. Und ich werde wahrscheinlich noch einen Vlog machen, da erkläre ich das nochmal genauer. Weil das hier ist ja jetzt Fallout. Und jetzt möchte ich mich natürlich voll und ganz auf das geile Spiel Fallout konzentrieren. Okay, meine lieben Freunde. Supermutanten-Selbstmörder. Alter Schwede, jetzt muss ich aber mal supermutantenmäßig weg hier. Leck mich am Arsch. Supermutanten-Selbstmörder. Was ist denn hier los, ey? Ich habe das Gefühl, ich bin hier echt falsch. Ich bin ja noch nicht richtig hier in der Welt. Aber geil, was hier los ist. Da ist Feuer, da sind bestimmt welche. Das ist der Wahnsinn. Scheiße. Hätte ich wahrscheinlich diese super Todesrüstung mitnehmen müssen. Oh Mann, ey. Hoffentlich packe ich die auch. Oh. Aha. Direkt erstmal. Ach, ich hab keinen. Ja, boah, ich hab den Kopf abgeschossen, liebe Freunde. Ich hab ihn den Kopf abgeschossen. Nehmen wir alles mit. Wer hat jetzt geschossen? Ach, da. Alter Schwede, ey. Abschaum, Raider Abschaum, ja, ja. Na, dit, ah, schön. Kopf zerfetzt. Guck dir das mal an, wie der da rumliegt. Oh, geil. Sprung! Breit machen zum Sprung! Schrottpatrone. Nee. Sonst nix. Was ist denn da los? Ach, da!
Erstmal draufballern hier. Scheiß MG-Geschütz wegmachen. Geht mir ganz schön auf den Sack, wisst ihr das? Ich kann nur einzeln drauf schießen, sonst ist das Ding direkt. Ah, schönes Ding, schönes Ding. So. Hier rein bitte. Backstreet Apparel. Haben wir direkt die ultimative Knarre in der Hand. Oh Mann, ich brauche nachher auf jeden Fall bessere Waffen, meine lieben Freunde. Also das läuft sonst gar nicht. Mal gucken, was ich mir da zusammenbasteln kann. Ich werde auf jeden Fall eine Nebenmission annehmen. Ich bin jetzt im Moment gerade echt viel auf Hauptmission aus. Blöder Wichser. Hier, was ist hier los, ey? Gleich beleidigen werden hier, hä? Ihr kleinen Drecksäcke. Was ist denn da? Aua. Ey, Leute, reißt euch mal zusammen, bitte. Reißt euch doch mal zusammen. Da. Hm. Das Feuerschutz. Okay. Ah, ich muss noch mal ganz kurz. Nee. So, jetzt aber Kopf. Mann, ey. Okay. Ich muss mich jetzt ganz schön heilen hier. Komme, was wolle. Inventar. Hilfsmittel. Oh, maximale TP. 50, hau mal rein. Hirnpilz. Melone. Überall habe ich den Scheiß dabei. Passt. Voll wie ein bis oben hin. Oder fast bis oben hin. Aha. Bam, Junge. Kriegst direkt eine gegen den Kopf, du. Oh, stirb. Boah, die Lampe ist ziemlich hell. Na. Das ist fast tot. Ein Schuss noch. Ja. So gefällt mir das. Patrone. Räder an. Ich drücke mal wieder die falsche Taste hier. Ach Gott, so ein scheiß Geschütz, ey. Braucht keine Sau, so ein scheiß Ding. Geh kaputt. Ja. So, die Lampe hier, die geht mir echt am Sack. Kann man nicht kaputt schießen. Unzerstörbare Taschenlampe hier. So, was haben wir denn hier? Gebt mir eure Munition. Hm. Ja, das wollte ich doch gar nicht. Ich drücke immer, bin echt so angewohnt, dass das immer so, dass man da in so einem Menü drin ist. Kleiderbügel? Was haben wir hier? Kein Geld. Kein Geld in der Kasse. Was ist denn da los, die armen Schweine? So. Vorkriegsgeld. Cool. Da ist doch schon wieder irgendwas so ein. Der letzte. Der Glatsch. Komm her, Glatsch. Ist gleich vorbei, Glatsch. Glatschi, was ist denn los mit dir? Ich kümmere mich um dich. Glatschi. Glatschi, Hund, nimm ihn, nimm ihn. Ja, ich raste voll aus. Warum töte ich den nicht? Hallo? Ja, Glatsch ist geklatscht worden. Kronkorken, Munition, Jagdgewehr. Hm. Ich dachte, wir haben alle tot. Da war doch ange... Ach nee, das heißt einfach nur, dass es ein... Gehört zur Mission oder so, ne? Oh Mann. Meine Lebensenergie ist aber echt nicht mehr die beste. TP 90. Es gibt aber auch nichts, wo TP ohne Rad steht, ne? Doch hier. 400 TP. Boah, ist das so ein Special, wa? Ist aber auch Rad dabei. So, ich glaube, ich habe jetzt eine zu viel genommen. Na egal. Es sind ja auch noch viele Gegner hier unterwegs. Hallo, Hundi. Was haben wir denn hier? Kühler entsperren. Oh, cool. Aha. Cool, das war ja jetzt voll easy. Cool. Ein Chat.
Ein Jet. Oh, yo, 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 yo. Ich habe auch einen Knarre. Yeah, direkt weggeballert. Ha. Geiles Stück. Okay. Billardkö. Oh nein, mein Hund. Lass meinen Hund in Ruhe. Sonst bist du fällig. Yeah. Oh. Ich raste aus. Oh, 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 oh. Geh weg, geh weg. Immer auf den Kopf, immer auf den Kopf. Ihr wisst ja, Leute, schießt auf den Kopf. Das tut dem weh. Dafür wirst du bezahlen. Womit denn? Ah, du Drecksack. Okay. Voll auf den Kopf. Boah, geil. Ja, zerfetzt die Einzelteile. Das passiert, Leute. Das passiert. Wenn man mich hier so angreift und einsperrt. Mhm. Maschinenpistole. Gürtel. Geil, ey. Echt geil gemacht hier. Kommen die echt hier angerannt? Wird erstmal direkt... Ach, guck mal, das Klo abgesperrt. Ihhh. Kann man den mitnehmen? Teddybär, nimm alles mit hier. Lass doch kein Teddybär liegen hier. Das war Winnie Pooh. Winnie the Pooh. Da lag doch gerade was. Knochen des linken Arms. Aha. Schön. Aber ich wollte einen rechten Arm haben. Also von daher... Lassen wir doch beides liegen. Okay, was haben wir denn noch hier so Schönes? Oh, was habe ich denn jetzt? Hä? Ich habe doch gar nicht verdrückt. Ja. Nimmt ja einfach die Minigun in die Hand, du. Ich meine, das ist ein geiles Teil. Das fasse ich auch gerne an, aber... Komm her. Ist gleich vorbei. Komm her. Ja, 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 ja. Und drauf, und drauf, und drauf. Okay, weiter. Nachladen und jetzt. Ja, ja, ja. Stirb, du dreckiger Mann, du. Oh Mann, ey, wenn der Hund da so mit den Zähnen da fletschen vor dir steht, hätte ich auch Angst. Gut, dass der kugelsicher ist. Springmesser, Kleidung, okay. Hm. Schraubenzieher brauchen wir. Gewindet, Pinsler. Radio? Das war's, oder wie, oder was, oder wieso, oder warum, oder... Hundefutter in der Dose. Geil. Hundefutter in der Dose. Blaster, Blaster, Sprettspiel. Vorrat Kronkorken. 18. Nehmen wir alles mit. Okay. Was haben wir denn hier? Großer Werkzeugkasten. Oh. Ha, ein bisschen noch so. Ein bisschen noch so. Hm. Aha. Ja. Ja. Vergoldet. Innengeschmack. Okay, was haben wir hier noch? Gar nichts. Und da? Auch nichts. Öffnen, öffnen, öffnen. Immer rein da. Oh Mann, ich bin echt gespannt. Was mich denn uns hier erwartet. Mich, uns, ihr, euch alle. So, hallo, komm, mach hin da, Ladebildschirm, PS4, komm, schau und tu es. Zeigen, 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 ich will zocken. Nee, dauert ja mal ein bisschen, ist ja eine andere Welt, größere Welt. Und ihr wisst ja, das muss ich erstmal aufbauen. Da können auch die guten PlayStation, muss halt ein bisschen Ladezeit, braucht die halt. Na gut, lassen wir es gerade mal so durchgehen. Ui, ach, ich bin einfach draußen. Draußen bin ich, oh, Splittergranate ist... Geiles Stück Sofa. Da sind wir raus. Und da soll ich wieder rein, oder was? Ja, dann tun wir nochmal ganz schnell. Ein paar Mutabären rein. Yes. Okay, gehen wir wieder rein. Toll, da bin ich jetzt umsonst da raus. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Nee, macht ja gar nichts. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hin muss. Also, mein Ziel wird unten angezeigt. Gut, da gehen wir da auch ganz, ganz, ganz schnell hin. Und ich hoffe, das war's vielleicht sogar schon von den Raidern. Dann können wir die Mission nämlich abgeben. Und dann habe ich die nämlich auch schon abgeschlossen. Und dann möchten wir auf jeden Fall im nächsten Part, möchte ich dann die Polizeidings abschließen da. Dieses komische, was er die ganze Zeit da gehört hat. Echt, das war's, oder? Tatsächlich. Tja. Da war ich aber echt fix jetzt unterwegs.
die Raider mal eben abgeschlachtet, Kopf weggeschossen, so wie ich es mag. Habt ihr gesehen, ne, in der Aufnahme, wie ich den Kopf zerfetzt habe, aber so sind die wenigstens auch weg, dann habe ich meine Ruhe. Aber ich brauche auf jeden Fall eine bessere Waffe, das gefällt mir nicht. Und Laser brauche ich, Laser. Oh Mann, der Ladebildschirm, die Welt ist halt riesig, okay. Und jetzt muss ich mal ganz schnell gucken, warum hat es mich jetzt rausgehauen? Bin ich jetzt schon wieder fertig? Tatsächlich. Dann porten wir uns mal hin. Hallo? Berichte in Siedlern, ja. Ja. Du kannst ein Feind in der Nähe sein. Och, nö. Wo soll denn ein Feind in der Nähe sein? Ach, das Autogeschütz. Ist ja echt Verarschung hier. Der Hund greift sogar an. Geil, selbst fast den Hund zerfetzt hier. Fast den Hund zerfetzt habe ich. Jo, nehmen wir mit. Munition. Okay, darf ich jetzt? Darf ich jetzt schnell reisen, meine lieben Freunde? Darf ich? Yo, es war das Autogeschütz, was mich halt davon abgehalten hat. Boah, guckt euch mal diesen Roboter an. Boah, so einen hätte ich auch gerne als Haustier, so für meine Siedlung. Da kommt die Minigun an der Seite und hier so ein Flammenwerfer. Boah, ja, wird mir schon gefallen. Ja, war da mal eine schnelle Mission, ne? Das war ja mal eine ganz schnelle, fixe Mission. Ich habe diese Raider für euch erledigt. Wirklich? Nun, das sind die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Ach, übrigens, wir haben nochmal geredet. Und wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Ich denke, das Ganze hat noch eine Chance verdient. Nur wenn wir zusammenhalten, wird es irgendwann besser werden. Ja, sehr geil. Ja, liebe Freunde, das war doch mal wieder ein super geiler Part. Haben wir es da echt fix geschafft hier. Dann werden wir im nächsten Part, werden wir dann diese Polizeistation aufsuchen. Und dann gehen wir zu dem Preston, weil ich habe gerade gelesen, dass der uns erwartet. Wahrscheinlich auch die Belohnung, dass wir denen geholfen haben. Und dann gucken wir mal, was wir noch alles für so ein Zeug hier raushauen können. Bin ich auf jeden Fall dafür. Und bin ja mal echt gespannt, was uns noch alles so erwartet hier in diesem Fallout 4 Universum. Wir können ja mal ganz kurz diese geile Hütte hier besuchen, was die hier so gebaut haben. Aha, da liegt er. Da liegt er. Oder sie, ne? Ist nur sie, ne? Hallo? Ne, ist eine Frau. Da liegt sie. Blechdose. Kann alles mitnehmen. Naja, brauche ich aber nicht. Lassen wir den ein bisschen, was die haben hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Part wieder. Ich freue mich auf euch. Euer Revano. Bis dann. Ciao.